und hallo ihr Lieben. Ja, da bin ich wieder und heute machen wir ein Video, nachdem mich ganz viele gefragt haben. Nein, es ist noch nicht das Retinol-Special. Ich werde es machen. Ich probiere zwei, drei Sachen noch aus, weil ich möchte euch wirklich ein Video bringen, wo danach keine Fragen mehr offen sind. Also, ich habe es auf dem Zettel, keine Angst. Aber heute mache ich ein Video, von dem ich glaube, dass es wirklich sehr wichtig ist, weil ich mal geguckt habe, was gibt es im deutschsprachigen Raum zum Thema Schlupflieder. Und ich habe gesehen, dass der Bedarf sehr hoch ist. Du kannst tatsächlich bei YouTube gucken, was die Leute am meisten gesucht haben. Aber ich sag mal, ein Angebot an Videos dazu relativ überschaubar ist. Und ich habe, wie gesagt, auch festgestellt, dass das eigentlich immer so dieselbe Technik ist. Und meine ist so ein bisschen anders. Deshalb habe ich gedacht, Mensch, ich mache jetzt mal ein Video dazu und vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Ja. Und ich meine, ganz wollen wir mal ehrlich sein, Schlupflieder sind ja auch kein Problem, ne? Also die schönsten Models dieser Welt oder die schönsten Frauen dieser Welt haben Schlupflieder. Guckt euch Gigi Hadid an, ne? Also die mache ich euch mal hier rein. Hat sie auch nicht davon abgehalten, eines der bestbezahltesten Models derzeit auf der Welt zu sein. Aber auch Jennifer Lawrence oder Blake Lively oder wie heißt die Frau, Mila Kunis. Das sind alles Frauen mit ausgeprägten, Emma Stone zum Beispiel, eine meiner Lieblingsschauspielerin, die ist echt toll, die hat extreme Schlupflieder. Ich würde das nicht als Problem betrachten, ich würde das eher als Herausforderung sehen. Das ist wie bei Männern, weißt du? Nicht die Einfachen sind die, die es wert sind, sondern die, wo man so ein bisschen was machen muss, um sie sich hinzubiegen. Aber das hat sich dann nachher gelohnt. Und so ähnlich sehe ich das eher, ehrlich gesagt, auch mit Schlupfliedern. Du musst einfach nur wissen, wie du damit umgehst. Und ich bin sicher, ihr werdet jetzt bei mir auch nicht unbedingt auf die Idee gekommen, wenn ihr von mir sprecht, zu sagen, ah, Jasmina, das ist doch die solche Schlupflieder hat. Nee, es ist gar nicht weiter aufgefallen bisher, weil ich eben weiß, wie ich mich persönlich schminken muss, damit es nicht so ins Gewicht fällt. Ich würde sagen, wir beginnen. Ich muss vorher eine Sache nur ganz kurz sagen. Tja, ich mache mich total lächerlich damit, ne? Aber ich habe ja schon mal gesagt, ich lebe im Altbau, ne? Und vor 3 Tagen ist meine Tochter schreiend durch die Wohnung gelaufen. Sie ist nämlich hier in mein Esszimmer, was sozusagen jetzt mein YouTube-Zimmer ist, gekommen und wollte irgendwas hier aus dem Schrank rausholen und dann ist eine Maus langgelaufen. Und ich hätte bis dato geschworen, dass ich total cool und easy bin und gesagt habe, ja, Maus, kein Problem und so Ratten sind schlimm, aber eine Maus. Wir standen alle, zum Schluss saßen wir alle 3 auf dem Tisch. Mein Sohn, meine Tochter und ich, wir haben uns so geekelt und ich habe Thomas angerufen und gesagt, kannst du bitte herkommen? Du musst diese Maus finden, die er natürlich nicht gefunden hat. Also hat es damit geendet, dass wir heute Morgen den Kammerjäger hier hatten, der 3 Fallen aufgestellt hat, unter anderem auch, wie gesagt, in diesem Zimmer. Und wenn ihr mich also innerhalb dieses Videos irgendwann mal schreiend von meinem Platz aufspringen seht, dann wisst ihr, woran es gelegen hat, an der Maus. Also. Wie dem auch sei. Ich würde sagen, wir starten jetzt. Ihr seht ja im Prinzip schon, was ich gemacht habe. Und zwar zeige ich euch auf dem einen Auge, wie man es nicht macht. Ja? Was, glaube ich, auch ganz gut zu erkennen ist, weil es das Auge einfach wahnsinnig zumacht. Und hier haben wir das, wie es bestenfalls aussehen sollte. Okay? Seid ihr gespannt? Dann legen wir los. So, ihr Lieben, wir starten und ich würde sagen, wir machen das mal genauso, wie wir das auch bei dem Augenbrauenvideo gemacht haben. Ich habe hier eine Kamera, in der ich die Details euch zeige und die normale Kamera, wo ihr sozusagen das Gesamtkonzept seht. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man zwar im Nahen sieht, was ich gemacht habe, aber um wirklich einen Eindruck zu bekommen, was es fürs Gesicht ausmacht, ist es wichtig, dass ihr sozusagen eine Totale habt. Lass uns ganz kurz damit beginnen, darüber zu sprechen, was eigentlich Schlupflieder sind. Ich persönlich habe keine klassischen Schlupflieder, sondern ich habe sehr, sehr tief liegende Augen. Das siehst du, dass dieser Knochen praktisch schon immer, seitdem ich irgendwie, also ich zeige euch das mal hier, dieser Knochen, das seht ihr auch, wenn ihr mich da von der Seite seht, der ist sehr weit nach vorne und die Augen sind sozusagen, liegen sehr tief. Auf Englisch sagt man auch Deep Set Eyes, was, glaube ich, das Ganze noch ein bisschen besser erklärt. Die liegen einfach sehr viel weiter hinten. Was auch den Eindruck macht, als hätte man Schlupflieder, obwohl ich das gar nicht habe. Und Schlupflieder kann man zu jedem Alter haben, ne? Also es gibt wunderschöne Frauen wie heißt sie, Gigi Hadid oder Blake Lively oder Jennifer Lawrence, die alle Schlupflieder haben und du kannst damit trotzdem ganz toll aussehen. Du musst halt nur wissen, wie du es schminkst oder so betonst, dass es nicht so aussieht, als hättest du gar keine Augen.
Das Problem ist, wenn wir ein bisschen älter werden, hast du die Schlupflieder machen sich dadurch bemerkbar, dass im Prinzip du siehst von dem Augenlid immer weniger, weil diese, seht ihr da, wo man die Augenfalte hat, hier wächst, ich wollte gerade sagen, wächst ein bisschen mehr Haut. Nein, das tut es nicht. Aber die Haut verliert so ein bisschen an Kollagen und Elastizität und, schwieriges Wort übrigens, ne? So wie Authentizität. Oh, scheiß schwieriges Wort. Die Elastizität geht verloren, so dass es immer mehr, und bei einigen ist es wirklich so schlimm, dass sie irgendwann mal tatsächlich nichts mehr sehen können. Ne? Und du willst im Prinzip mit Lidschatten die Illusion geben, dass deine Augen ein bisschen größer sind, ein bisschen offener, ein bisschen wacher. So. Ich weiß, dass ganz, ganz viele, ich habe mir so ein paar Tutorials angeguckt, was so andere deutsche YouTuber gemacht haben, weil ich immer denke, man braucht nicht zweimal dasselbe Video, ne? Und ich habe festgestellt, dass ich persönlich ein ganz kleines bisschen andere Herangehensweise habe, weil ich sehe, dass die meisten auf dem beweglichen Lid dann so ein Schimmer oder fast Metallic-Lidschatten mache. Finde ich manchmal ein bisschen schwierig, gerade wenn du hier durch die durch den Mangel irgendwie an Feuchtigkeit und Elastizität, zum zweiten Mal gut hingekriegt, sowieso so ein bisschen krisselige Haut hast. Da möchtest du das nicht unbedingt noch betonen, indem du ein ganz weiß Glitzer- oder Schimmer-Lidschatten nimmst. Deshalb beginne ich meistens damit, ein auf das komplette bewegliche Lid und unterhalb der Augenbrauen ein bisschen was Helles zu machen. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen was gemacht, aber ich zeige euch, ach so, ich wollte euch sagen, mit welcher Lidschattenpalette ich arbeite. Super gerne, ne? Hätte ich die neue von Dominic Cosmetics. Das ist auch eine YouTuberin, die irgendwann mal angefangen hat, ihre eigene Kollektion zu machen, und die hat eine Palette rausgebracht, die nennt sich Transition Palette, und die ist ganz, ganz toll. Nur matte Farben, und da sind ein paar wirklich ganz tolle dabei, um euch eigentlich das zu zeigen, was ich machen wollte. Mache ich jetzt aber nicht, weil es die, weil die jetzt kein Schnäppchen ist und weil ihr nicht so viele Lidschatten braucht. Ich zeige euch mal eine Palette, die ich absolut liebe. Die habe ich mir übrigens selber beklebt, ne? Die gibt es so gar nicht. Die ist von Beauty Bay. Beauty Bay ist in England ein, so wie Douglas in England, aber die haben fast alle Marken, die du brauchst. Und das Ganze sieht so aus. Und manchmal reise ich auch nur mit dieser Palette, weil es alles ist, was ich brauche. Zwei verschiedene Schimmer oder Highlighter für die Wange. Und hier was Helles, was ich jetzt eben auftrage, und drei verschiedene ganz klassische cool und warm, kühl und warme Braun und ein ganz schönes, richtig intensives Schwarz. Und das benutzen wir für den heutigen Look. Ich möchte es aber nicht versäumen. Für alle, die sagen, habe ich keine Lust, da zu bestellen. Es gibt auch noch eine Palette mit denen, ich sage mal, die ein bisschen hellere Teint haben, als ich auch gut arbeiten können. Das ist die von Catrice. Das ist die Rust Palette. Und die hat hier diese drei Braun, die sicher für eine etwas hellere Hautfarbe super funktionieren würden. Leider nicht für mich. So, damit beginnen wir. Also, das heißt, ich nehme als allererstes die etwas hellere Farbe, wie gesagt, und beginne unterhalb der Augenbrauen. Und auf dem Lid ein bisschen was aufzutragen. So, ich brauche genau das Ganze nochmal auf der anderen Seite. So, als nächstes nehme ich aus meiner Beauty Bay den oberen Braunton. Ja? Und ich zeige euch jetzt, der ganze Trick beim Schlupflid ist, dass die Lidfalte ist eigentlich hier. Und normalerweise hört ihr ja immer, dass du den ersten, die Transition Shade, in der Lidfalte auftragen musst. Das wäre in meinem Fall eine schlechte Idee, weil meine Lidfalte relativ weit unten ist. Das heißt, wenn ich hier beginnen würde, und ich mache das mal so, dass ich auf der einen Seite euch zeige, wie man es macht, und auf der anderen Seite zeige ich euch, wie man es definitiv nicht macht. So. Wenn ich das wirklich in meiner Lidfalte machen würde, ja? Hier ist meine Lidfalte. So, und wenn wir auch gerade der
Lidfalte folgen. Das Problem ist ja bei den Schlupflidern, dass sie tendenziell gerade im äußeren Augenwinkel erst recht sich nach unten neigen. Das heißt, wenn ihr dieser Linie folgt, macht ihr im Prinzip genau das, was ihr nicht wollt, nämlich die Augen sehen noch trauriger aus, weil sie sich eben nach unten neigen. Ich zeige euch das jetzt nochmal weiter. So, seht ihr das? Ich mache die Augen auf und du siehst im Prinzip von dem Lidschatten, den ich aufgetragen habe, nichts mehr. Er verschwindet in den Augen und im Gegenteil, dadurch, dass ich das hier sozusagen noch nach unten gemacht habe, verstärkt es sowieso die Eigenart dieses Auges jetzt durch den Schlupfwinkel sozusagen nach unten sich zu neigen, verstärke ich damit nur. Jetzt zeige ich euch, wie es besser geht. Also nochmal. Und was wir auch eben nicht wollen, wir wollen nicht dem Auge hier folgen, ja, wie ich es hier gemacht habe, hier nach unten, sondern auch da im Augeninneren sollten wir versuchen, das hier alles weiß zu behalten, ja, oder alles hell. Da möglichst keine Farbe auftragen. Das bedeutet, hier fange ich sehr viel weiter oben an. Und anstatt nach unten zu gehen, versuche ich nach außen hin, das, was übrig bleibt, wegzustreichen. Ich fange mit ganz, ganz wenig an, damit ihr seht, was ich meine. Natürlich hat nicht jeder so viel, sag ich mal, Platz zwischen dem und dem wie ich, aber ihr müsst dann halt einen kleineren Pinsel nehmen, um das irgendwie zu erreichen. Also 1-2 mm praktisch über eurer eigenen Lidfalte setzt ihr den Pinsel an und mit leichten Bewegungen, ne? Ihr müsst gar nicht weit drücken, sondern es geht tatsächlich erstmal darum, nur die Schatten zu setzen. Seht ihr den Unterschied, dass dieses Auge wirklich sehr viel mehr geöffnet ist als dieses Auge? Das verschwindet sozusagen ein bisschen in seiner Lidfalte, wohingegen das ein bisschen geöffnet wird. So. Ich intensiviere das noch ein ganz kleines bisschen, damit man besser sieht, was ich meine. So, ich gehe jetzt mal mit der zweiten Farbe, die etwas dunklere, das etwas dunklere Braun. Verteile ich in dem Fall auf diesem ganzen beweglichen Lid. So. Seht ihr das, wie es wirklich das Auge fast aussehen lässt, als hätte ich eins da drauf gekriegt? Es wird immer und immer kleiner, einfach weil wir die Schatten nicht richtig gesetzt haben. Wohingegen hier, obwohl wir da relativ wenig gemacht haben, das Auge richtig schön geöffnet wird. So, auf dem Auge zeige ich euch jetzt, wie ich mit einem etwas schlankeren Pinsel, das kann ich euch hier jetzt auch zeigen. Genau, mit einem kleineren, das ist mein Lieblingspinsel, um praktisch in den äußeren Augenwinkeln ein bisschen Lidschatten aufzutragen, ohne dass das gleich so viel wird. Ja? Dann nehme ich dieselbe Farbe und gehe tatsächlich anstatt das hier, man sagt ja, ganz häufig werdet ihr hören, ja, auch so Eyeliner sollte man einfach hier verlängern. Ist totaler Quatsch. Also gerade wenn du Schlupflider hast, solltest du das möglichst nicht tun. Im Gegenteil, ich hatte das, glaube ich, auch in meinem Video 5 Tricks 10 Jahre jünger gesagt. Ihr müsst im Prinzip eine gerade Linie praktisch nach oben, weil wenn ihr das nachher alles auch noch schön verblendet, dann habt ihr nicht das Problem, dass ihr vielleicht zu weit da rausgeht. Sollte das mal der Fall sein, und das zeige ich euch auch gleich, mache ich das entweder mit ein bisschen Concealer oder mit dem Rest von dem Beauty Blender, wo ich noch so ein bisschen Make-up drauf habe, nehme ich mir das runter. Aber das zeige ich euch gleich. So, pass auf. So, und ich habe ein ganz kleines bisschen jetzt im äußeren Augenwinkel gemacht und den Rest mache ich ähnlich da, wo ich eben mit dem fluffigen Pinsel angefangen habe. Und zwar wieder 1-2 mm über meiner Lidfalte.
So, das ist, so sieht das Auge aus, nachdem ich das in den äußeren Augenwinkeln gemacht habe und hier nochmal praktisch betont habe. Ich habe diesmal aufgepasst, weil ich habe bei diesem Video von 5 Tricks 10 Jahre jünger gesehen, dass das stimmte im Prinzip und ich stehe auch bei dem, was ich da gemacht habe, aber es war am Ende des Tages für, ich sag mal, bürotaugliches Tages-Make-up, war es wahrscheinlich nicht geeignet. Deshalb zeige ich euch hier jetzt tatsächlich nur, wie die Technik geht und habe bewusst ganz, ganz wenig genommen, damit ihr das auch tagsüber tragen könnt. So. Ganz, ganz wichtig bei Schlupfliedern finde ich eben noch, dass, das zeige ich euch mal in einem anderen Video, Eyeliner kannst du machen, aber da musst du bei Schlupfliedern wirklich ganz, ganz vorsichtig sein. Nichtsdestotrotz, das zeige ich euch mal in einem gesonderten Video, nichtsdestotrotz ist es wichtig, sich gerade um den Wimpernkranz zu kümmern. Und deshalb würde ich euch raten, immer mit einem dunkelbraun, schwarz finde ich häufig, gerade wenn wir davon reden, dass es ein Tages-Make-up werden soll, finde ich schwarz häufig viel zu hart. Das heißt, ich nehme mal so einen braunen, hier, das ist der, sehen wir den sogar hier, ja, das ist der von Maybelline, der Tattoo Liner, der bewegt sich nicht mehr, ne? Wenn du den einmal in die Lidfalte aufgetragen hast. Und ich zeige euch jetzt mal auf der einen Seite, wie man es nicht machen sollte und auf der anderen Seite, wie man es machen sollte. So, ich habe ein bisschen ins Augen, also ich habe vor allen Dingen im Augeninneren was gemacht und einen ganz kleinen am Wimpernkranz ein bisschen. Und wie ihr seht, sieht das ziemlich hart aus. Und das ist genau das, wir wollen ja eigentlich nicht, dass man sofort sieht, oh, guck mal, die hat da einen Eyeliner dran gemacht. Oder generell willst du ja auch nicht unbedingt, dass man sofort sieht, dass du geschminkt bist. Natürlich sieht man, dass ich geschminkt bin, aber es soll jetzt nicht, die einzelnen Schritte sollen nicht sofort ins Auge fallen. So, auf der anderen Seite mache ich das, wo es optimaler wäre. So. Da ich hier das auch im Augeninneren und ein bisschen am Wimpernkranz gemacht habe, mache ich oben im Prinzip dasselbe. Ich fange aber nicht von ganz vorne an, sondern ich versuche ein bisschen mich zu orientieren von der Mitte, weil wir ja eben auch wieder das Auge öffnen wollen nach außen hin. Und meistens ist es auch so, dass das Schlupflid, sage ich mal, im äußeren Winkel sogar noch ein bisschen doller hängt. Das bedeutet, da wollen wir, dass das möglichst nach hinten tritt und man nicht unbedingt sieht, dass die Haut darüber hängt. So, ich zeige euch. Seht ihr das? Gehe ich mit einem dünnen, schlanken Pinsel darüber. Darüber, wie meine Mutter sagen würde, darüber gibt es nicht. Und verblende das ein bisschen, damit das keine allzu harte Linie ist. Da müsst ihr ein bisschen zügiger arbeiten, weil diese Gel-Liner, die halten zwar toll, aber wenn die sich erstmal auf die Haut gelegt haben, dann bewegen sie sich auch nicht. Das heißt, du musst tatsächlich ein bisschen schneller arbeiten. So. Seht ihr das, wie toll das aussieht, weil es das Auge einfach so schön aufmacht? Im Gegensatz zu dem Auge. Ich hatte euch ja vorhin gesagt, ich habe hier noch einen Beauty Blender, wo ich mir vorhin meine Foundation dran gemacht habe. Sollte ich das Gefühl haben, dass ich hier zu weit nach unten gegangen bin, was ich jetzt nicht gemacht habe, aber du könntest dann tatsächlich hier einfach noch ein bisschen aufräumen und das noch so ein bisschen cleaner machen, ein bisschen sauberer, ja? Damit ihr es hier nochmal seht. Damit könnt ihr nochmal so ein bisschen aufräumen, damit es eben nicht das tut, was es hier unten tut, dass es so nach unten geht, okay? So, hier müssen wir uns nochmal um das bei dem Auge, um das noch so ein bisschen zu öffnen, müssen wir uns um den unteren Wimpernkranz kümmern. Und da nehme ich häufig so einen richtig stabilen Pinsel, der jetzt relativ präzise arbeitet, weil ich will jetzt nicht so einen Riesenpinsel wie hier haben, weil sonst mache ich mir einfach hier zu viel Lidschatten, sondern ich will hier im Prinzip nur ein bisschen den unteren Wimpernkranz betonen, ohne dass das sofort Bäm macht. Und auch da, wir nehmen wieder das erste Braun, wie sieht denn aus? Das erste Braun, das wir benutzt hatten, das hier oben, das nehmen wir und ähnlich wie wir es auch oben gemacht haben, nicht über den kompletten Wimpernkranz, sondern tatsächlich, ich brauche hier ein bisschen.
So. Fertig. Nochmal, es soll nicht darum gehen, dass man sofort sieht, dass man geschminkt ist, sondern im Prinzip wollen wir ja nur, dass die Schlupflider nicht ganz so sichtbar sind. Und es soll eben ein Tages-Make-up werden, wo man eben nicht sofort doll geschminkt ist. So. So sieht das Ganze jetzt aus ohne Mascara. Das heißt, ihr müsst entschuldigen, ne? Ich habe ungefähr 5 Kinder heute zu Hause. Ich habe 3-mal gesagt, ich mache Video. Das verstehen sie nicht. Egal. Machen wir weiter. Also, ihr seht, dass dieses Auge schon sehr viel größer ist und offener ist. Und das, obwohl wir noch nicht mal Mascara benutzt haben. Mascara machen wir jetzt. Genau, wichtig bei der Mascara, und das ist mir aufgefallen, als ich letztes Mal mit Ildiko Make-up gemacht habe, weil ich gedacht habe, ja gut, was kannst du beim Mascara auftragen falsch machen? Ja, doch schon mehr, als ich gedacht hatte. Denn Ildiko hat sich praktisch, also um deine Wimpern zu betonen, musst du wirklich so nah wie möglich an den Wimpernkranz rangehen. Und so wie ich das bei Ildiko gesehen habe, hat sie praktisch die Wimpern A erstmal nur von einer Seite und tatsächlich nur ja, von der Mitte bis zu den Spitzen hingemacht, was dann ungefähr so aussieht. Ich kann das gar nicht, ne? Ich will dann immer sofort bis an den Wimpernkranz rangehen, aber ich zeige das jetzt mal. Wie? So, auf der anderen Seite zeige ich euch, wie es ist, wenn ihr wirklich nicht nur ganz nah an den Wimpernkranz, sondern ich mache eine Lage von unten, lasse es eine Minute trocknen und gehe dann nochmal von oben praktisch rein. Und wie das aussieht, zeige ich euch. Also ich versuche wirklich ganz nach oben das zu rotieren. Seht ihr das? Ich hebe fast mein Augenlid. Seht ihr, was das für einen Unterschied macht? Wie der Wimpernkranz so viel dichter aussieht, weil ich bis ganz nach oben reingegangen bin. Und hier sieht man natürlich auch, dass ich meine Mascara gemacht habe. Aber das Auge an sich ist gar nicht betont. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass es das Auge noch so ein bisschen weiter nach unten zieht. Und ich habe noch nicht mal meine zweite Schicht gemacht. So, ich zeige euch jetzt nochmal, wie das aussieht dann mit der zweiten Schicht. So. Ist das nicht ein Unterschied? Also, hier öffnet es das Auge nochmal richtig schön. Du siehst im Prinzip dadurch, dass wir hier im äußeren Augenwinkel das ein bisschen dunkler gemacht haben, tritt das ein bisschen zurück. Das heißt, da wo es bei mir praktisch am meisten hängt, ist jetzt gar nicht mehr das Hauptaugenmerk, wohingegen hier mein Auge viel, viel kleiner geworden ist. Ich zeige euch noch eine Sache, die man tatsächlich falsch machen kann, wenn man Schlupflider hat. Und zwar hat das was mit Wimpern zu tun. Das ist aber, wenn ihr so wollt, der fertige Look, tagestauglich, ja, wenn ihr sagt, nö, also ich muss da jetzt gar keine falschen Wimpern, aber ich liebe ja falsche Wimpern, aber man kann eben auch ganz viel falsch machen und man muss auch wirklich bedenken, was für eine Augenform man hat und wie gesagt, bei Schlupflidern kann man leider nicht alle Wimpern nehmen, die man gerne hätte. Also ich zeige euch, was keine gute Idee ist. Bis gleich. Entschuldigung, ich hatte die jetzt doch nicht parat, ich hätte die gar nicht rausgeholt. Top vorbereitet, Jasmina. So, ja, und weil ich leider gar nicht Multitasking bin, habe ich vergessen, die andere Kamera anzuschmeißen. Also, ich wollte euch nur kurz erklären. Das sind die Kisswimpern. Die sind sehr, sehr dicht gewebt, gerade am Wimpernkranz. Und das senkt das Auge nochmal zusätzlich, was keine gute Idee ist. Das sind tolle Wimpern, aber eben nicht für, ich sag mal, so ein Tages-Make-up. Ganz anders als die Adele Demi Wispies. Das sind die auch aus meiner Sicht meine Lieblingswimpern, weil die ganz, ganz natürlich sind, gerade wenn du so ein Tages-Make-up machst und nicht unbedingt sofort sehen möchtest, dass, oder du nicht möchtest, dass man sieht, dass das falsche Wimpern sind. Da sind die Adele Demi Wispies einfach ganz, ganz toll. Genau, hier setze ich, hätte auch noch intensivere Wimpern nehmen können, um sozusagen meinen Punkt nochmal zu vertreten. Allerdings würde ja keiner richtig volle Wimpern jetzt für ein Tages-Make-up nehmen. Aber hier sieht man trotzdem nochmal gut, finde ich, wie das Auge einfach schließt, was wir ja nicht wollen. Wir wollen das Auge geöffnet haben. Auf der anderen Seite machen wir jetzt die Demi Wispies von Adele. Die, übrigens, ihr müsst euch mal so eine Wimpernzange, ich weiß, es heißt nicht Wimpernzange, ne? Aber das ist eine Zange, die extra dafür da ist, diese falschen Wimpern drauf zu machen. Gerade die, die auch ein bisschen Probleme haben. Danach klebe ich die immer noch so ein bisschen aneinander. Und was das Auge auch öffnet und unglaublich wichtig ist, was ich eben auf der anderen Seite nicht gemacht habe,
ist unten ein ganz kleines bisschen, ich habe jetzt auch nicht wahnsinnig viele Wimpern, aber ich würde immer unten den Wimpernkranz auch noch mittuschen, weil das das Auge auch nochmal optisch ein bisschen öffnet. So ihr Lieben, das war's. Das Augen-Make-up ist so, wie es ist, jetzt fertig. Wie gesagt, es soll ein dezentes Augen-Make-up sein, tagestauglich. Es würde mich wahnsinnig interessieren, wenn einer von euch das ausprobiert. Also, ich mache mir jetzt kurz die Lippen und dann komme ich wieder, um euch Tschüss zu sagen, okay? Gut. Da bin ich wieder. Ich habe mir den Lippenstift gemacht und ganz viele hatten mich gefragt, woher der Lippenstift war, den ich in meinem letzten Video getragen habe. Und was soll ich jetzt sagen? Ich habe mit einem Lippenstift angefangen. Der hat mir nicht gefallen. Der war mir zu dunkel. Dann habe ich einen hellen darüber gemacht, was dann noch beschissener aussah. Und dann, weil ich es nicht mehr abgekriegt habe, habe ich einfach so einen Gloss drüber gemacht, der dann irgendwann getrocknet ist. Und das war dann die Farbe, die euch so gut gefallen hat. Naja, das bringt jetzt auch nichts, wenn ich euch das unten reinschreibe, ne? Also, aber diesmal habe ich es besser gemacht. Ich habe einfach einen Lippenstift genommen. Und zwar ist das der Superstay Ink Crayon. Den habe ich in 4 oder 5 Farben. Der ist richtig toll, weil der sowohl ein... finde ich, weil er so schön dünn ist. Den kannst du sowohl als Lip Liner als auch als Lippenstift. Und der hält unglaublich lange. Also Ink in dem Falle ist richtig. So, ich hoffe, ich habe dem einen oder anderen helfen können mit dem Problem der Schlupflider. Es ist im Prinzip kein Problem, ne? Das ist nur etwas, womit man lernen muss, zu leben, wollte ich nicht sagen, zu arbeiten, ja, damit es toll aussieht. Es ist immer besser, von irgendwas zu viel zu haben, als es nicht zu haben, weil es ist sehr schwierig, etwas zu malen, was du nicht hast. Aber etwas so ein bisschen in den Hintergrund verschwinden zu lassen, geht mit Make-up immer. Genau, eigentlich wollte ich das mit meiner Freundin Franzi mal machen, die ein bisschen dollere Schlupflider hat. Und vielleicht mache ich das einfach auch mal, dass jemand neben mir, weil Franzi ist jetzt, wie gesagt, auch nicht so der Typ, der sich gerne und viel schminkt. Und ich gehe immer davon aus, dass meine Anleitung irgendwie total easy und für jedermann sind. Aber auch spätestens bei Ildiko habe ich jetzt nochmal gesehen, dass das nicht immer so selbstverständlich ist. Also vielleicht mache ich nochmal so ein ähnliches Video und gucke mal, wie sie neben mir mit meinen Anweisungen zurechtkommt. Und vielleicht adaptiere ich das eine oder andere. So, das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und der Frühling steht vor der Tür. Ich freue mich, heute haben wir so geiles Wetter in Hamburg. Und vielleicht merkt man das auch, weil ich viel zu doll und hell ausgeleuchtet bin, weil ich es gar nicht mehr gewohnt bin, irgendwie, dass die Sonne in mein Zimmer scheint. Also fühlt euch gedrückt, geküsst und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Mua. Mua. Mua.